Willkommen zurück zu Bling. So, jetzt nicht mehr Bling. So, zu ESO meine ich. Ich muss mal eben hier lang. Mist. Wir haben, glaube ich, nur noch eine Quest vor uns, genau, und die befindet sich weit entfernt. Aber bis dato haben wir wieder eine neue Quest. Definitiv. Ich kann ja mal eben gucken, während der... Nee, kann ich leider nicht, schade. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal eben gucken, ob ich nicht irgendwo einen Kiefer habe. Ob ich nicht irgendwo hier Himmelsschirm sind, aber nun... Werde ich nicht so einfach hinkriegen können. So. Ist das Wasser besser geworden? Sieht so geil aus. Ich will nicht wissen, was das rechts ist. Ist bestimmt nichts Gutes. Da unten ist Mut genau. Na. Was sind das? Ptah Nual, das ist eine Zwergenruine. Oh. Solch ein schreckliches Gemetzel. Ich war überhaupt nicht bereit dafür. Das Tribunal stehe uns bei. Oh nein, das Tribunal. Braucht ihr Hilfe? Hilfe? Dafür ist es zu spät. Wir kümmerten uns um die Siechen, als die Virianzu uns ohne jede Vorwarnung angriffen. Sie töteten jeden im Kloster Mutgnar und setzten dann alles in Brand. Sie warfen Menschen in die Flammen. Wer sind die Virianzu? Es sind heidnische Aschländer, die jenseits des Lichts und des Schutzes des Tribunals stehen. Ich will gar nicht weiter darüber nachdenken. Wenn ihr wirklich helfen wollt, dann findet Heiler Sena. Er hat einige der Überlebenden außerhalb von Mutgnar um sich geschart. Weit weg von den Patrouillen der Virianzu. Ich werde Heiler Sena finden. Ich werde einfach mal das Ende einleiten. Begonnen, ehrengebunden. Mutgnar entdeckt. Was ist denn da los eigentlich? Es sind noch... Was für ein schreckliches Schicksal diese Leute ereilt hat. Hier ist es nicht sicher. Das weiß ich. Aber Dolril ist nicht der Einzige, der die Erkrankten nicht im Stich lassen will. Ich kann nicht einfach gehen. Jemand muss die Medaillons der Gefallenen einsammeln. Warum sind die Medaillons so wichtig? Die kann man schön essen. Boah, Schweinemedaillons sind so lecker. Die Medaillons bündeln die Macht der Träne des heiligen Velut. Trägt man eines, wird der Verlauf der Seuche verlangsamt. Als die Aschländer angriffen, wurden die Medaillons überall verstreut. Wir haben nur so wenige von ihnen. Solange diese Hüllen sie tragen, nutzen sie niemandem etwas. Muss mal eben kurz was schreiben. Ich bringe euch alle Schweinemedaillons, die ich finde. Bevor ich sie aufesse. Oh, vielen Dank. Wenn ihr erfolgreich seid, bringt die Medaillons zu mir, nördlich von Mutgnar. Boah, niemand. Skwantkti. Schlubladlubbel. Jetzt fangen sie mal an, schon rumzuspringen. So, sammelt mir da Jungs von den Hüllen. Welche Hüllen? Die Hüllen? Krass,
Krass, gleich zwei, drei. Was? Nee, derzeit nicht, danke. Aber herzlich willkommen, Artorym, du bist jetzt auf YouTube. Dieses Klingen ist übrigens meine Macht, die dann auf einmal wieder fertig ist. So, muss mich mal eben mit jemandem unterhalten. Geht nämlich um Controller für PlayStation 3. Das Problem ist, die kriegst du ja nicht mehr von Sony. Kosten Schweinegeld, die Dinger. Jetzt muss ich mir auch noch aussuchen, was ich haben will. Und er behielt nur das Gold. So, die Heiderin sollen wir sprengen. Die ist... Boah, wie weit ist die weg? Ach, die sind alle beide da. Aha. Gut. Mir soll es recht sein. Ist die Art jetzt abgeschlossen hier? Ja, ne? Können wir natürlich ja nochmal vorher, bevor wir gehen, noch ein Bild schießen. Richtig cooles Bild von der Welt, ja. Oh, mal wieder ein sehr schönes Bild. Ich dachte, das wäre ein Baumstamm, aber es war nur eine Leiche. Habt ihr irgendwelche Medaillons erlangen können? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, was ich mir dabei dachte, dass ich da hinausgehen und sie alle selbst finden könnte. Ihr sind die Medaillons, die ich gefunden habe. Vielen Dank. Sobald die Reliquie sicher ist und die Aschländer fort sind, können wir unsere Arbeit fortsetzen. Ich mag vielleicht nicht sehr tapfer sein, doch wenn ich meinem Orden bei der Behandlung der Kranken helfen kann, so werde ich das tun. So, Quest abschließen. Abgeschlossen. Och, wie süß. Ich habe nur 10 Erfahrungen gekriegt. Ja, nee, ist klar. Solch Zerstörung. Solch Verschwendung von Leben. Dieses Gemetzel war völlig unnötig. Was ist hier geschehen? Wo ist mein Escape-Knopf? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Unreal Tournament spielen. Wir wurden von den Virianzu überfallen, einem Stamm heidnischer Aschländer. Sie haben Mutgnar, diesen Ort der Heilung und Zuflucht, angegriffen und Mönche und Kranke gleichermaßen getötet. Wir sind ein einfacher Orden, der die Träne des heiligen Velot einsetzt, um den an der Lodos-Seuche Erkrankten zu helfen. Wie kann ich euch helfen? Ich habe so viele Überlebende um mich versammelt, wie ich konnte. Aber die Virianzu haben Gefangene genommen. Sie werfen sie in die brennenden Gebäude. Unser Ordensführer Dolril Belverin ist immer noch dort. Er sucht nach Überlebenden und versucht, die Träne des heiligen Velot zu verteidigen. Ich werde die Dolril Belverin flinten. Ich mache mir Sorgen um Dolril Belverin. Ich befürchte, dass unser Orden in solch schlimmen Zeiten ohne seine geistige Führung auseinanderfallen wird. Trotzdem beharrt er darauf, dass die Träne des heiligen Velot in unserem Besitz bleibt. Er kann es nicht ertragen, untätig zu sein, während andere leiden. Und deshalb hält er in Mutgnar aus.
Warum ist diese Träne die heilige Velut so wichtig? Velut vergoss die Träne, nachdem er die Chima aus Sommers End nach Morrowind brachte. Das Artefakt hat die Macht, Krankheiten zu heilen. Wir waren zwar nicht in der Lage, die Loddos Seuche zu heilen, aber die Träne kann dafür sorgen, dass die Seuche die Körper der Kranken weniger schnell auszehrt. Warum haben die Arschländer angegriffen? Ich weiß es nicht. Sie verehren Velut. Nennen ihn den Propheten. Sie hassen diese Seuche und wollen die Reliquie wahrscheinlich für sich selbst. Aber sie haben unsere Arbeit gestört und jetzt sind überall Seuchenhüllen. Was sind Seuchenhüllen? Brutale, hirnlose Monster. Ohne unsere beständigen Gebete, um die Macht der Träne zu lenken, wurden viele der Kranken plötzlich von der Seuche übermannt. Sie verwandelten sich in diese Kreaturen. Stürzt sich euer Anführer sehr oft in Gefahr? Die ganze Zeit, wenn ihr es wissen müsst. Dolril ist einzigartig. Obwohl er der Führer eines Ordens friedliebender Heiler ist, ist sein Tatendrang groß. Er kann nichts dagegen tun, er wird von Ärger angezogen und er will immer Gutes tun. Es ist sehr verwirrend für den Rest von uns. Okay. Links rum und rückwärts laufen. Ist das ein Vortigorn da hinten? Ach ne, das ist nur eine Seuchenhölle. Boah, Igitt. Widerlich. Aber 12 Gold pro Nase. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da muss ich rein. Ach, da sind ja noch Leute. Ich sehe die Durchtriebenheit in euren Augen und rieche das Blut auf eurer Waffe. Aber wenn ihr ein Virianzu seid, dann bin ich ein aufgeblähter Netsch. Was bringt euch nach Mutgnar? Mutgnar. Doril Sena hat mich geschickt, euch zu finden. Heiler Sena macht sich zu viele Sorgen. Ich bin noch vor keinem Kampf davongelaufen. Und ich fange jetzt auch sicher nicht damit an. Bei all den solchen Höhlen ist es hier nicht sicher. Die Virianzu. Ha! Sie fürchten die Loddos-Seuche. Ihre Lösung besteht darin, unsere Mönche und die Kranken gefangen zu nehmen und sie alle ins Feuer zu werfen. Das werde ich nicht dulden. Ich mag mein Schwert gegen eine Mönchsrobe getauscht haben, aber ein Feigling bin ich nicht. Ich kann bei der Rettung der Gefangenen helfen. Das ist die richtige Einstellung. Wenn es im Osten ruhig ist, dann geht man nach Westen, sage ich immer. Passt nur auf die Seuchenhöhlen auf und rettet, wen ihr könnt. Ich nehme diese arme Seele und liefere sie bei Heiler Sena ab. Okay. Kommt, Kind. Lasst uns euch in Sicherheit bringen. Boah. Rettet ihr Kranken gemein? Gemeinen und die Mönche. So, meine lieben Gemeinde, in dieser Folge werden wir uns auslocken und einlocken, denn da ist eine einzelne Wolke am Himmel. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao mit au.